Ein schnurriges Willkommen dabei, die spielt Albion und hier sind wir wieder in Irina, mitten in unserer Grinding-Runde. Ich habe mir schon ein paar, nein, ich wollte tatsächlich das hier mal aufmachen und mal eben kurz reingucken, während ich rede. Ich habe mir tatsächlich ein paar Timelapse-Chats schon vorbereitet. Das heißt, ich werde hier nicht unterbrochen oder distracted sein durch das Spiel, das ich spiele. Und damit ab geht's. Hi und willkommen im Timelapse-Chat. Ja, ich sag das auf diese Art und Weise, indem ich den Timelapse-Chat jetzt vor der Aufnahme auf, sodass ich A, ungefähr weiß, wie lange das ist und B, dass ich nicht abgelenkt bin von dem Spiel. Trotzdem rede ich ziemlich frei, das heißt, manchmal muss ich mittendrin ein bisschen überlegen, was ich eigentlich sagen will oder wie ich das formulieren will. Aber nichtsdestotrotz, wir sind hier beim gleichen Timelapse-Chat wie sonst auch und ich habe mir ein Thema mitgebracht tatsächlich. Und das Thema, über das ich heute reden möchte, und es wird wahrscheinlich über mehrere Chats gehen, weil ich da einiges zu sagen habe. Genau zu sein, habe ich schon Aufnahmen gemacht und die war dann am Ende 20 Minuten lang. Das ist ein bisschen lang für einen Timelapse-Chat. Da würde ich das Video eher langsamer machen. Das Thema ist, ich habe es mal mit der Überschrift versehen, Leute, die vorgeben, helfen zu wollen. Und zwar ist es ein Effekt, den man hat, wenn man irgendwie fragt oder einfach sich über ein Problem beschwert und Leute dann einem Ratschläge geben. Meistens sind diese Ratschläge von sehr niedriger Qualität. Und ich möchte jetzt erstmal, ich fasse es am besten erst noch weiter zusammen, dann gehe ich in die Details. Das heißt, man hat dann Ratschläge von sehr mieser Qualität, geholfen ist einem dadurch überhaupt nicht und im Endeffekt ärgert man sich dann nur darüber. Vor allem, wenn man dann eben versucht zu erklären, dass die Ratschläge einem nicht helfen, zum Beispiel, wenn man es selber schon ausprobiert hat oder weil irgendwelche anderen Umstände dazukommen, dass dieser Lösungsvorschlag im Endeffekt gar nicht funktioniert. Oder gar es sind Ratschläge so von der Qualität wie, jemand hat eine Depression und es wird gesagt, sei doch einfach wieder fröhlich. Ja. Wer das jetzt für einen sinnvollen Vorschlag hält, sollte sich über das Thema Depressionen besser informieren. Alle, die ein bisschen mehr Ahnung haben, wissen, wie sinnlos dieser Vorschlag ist, dass das genau das ist, was die Person machen möchte und einfach nicht kann. Das ist ungefähr so, wie wenn man jemandem, der keine Arme hat, sagt, ja, nimm doch einfach die Tasse in die Hand. Ja, wie ohne Arme? Also das ist einfach so, ja, das ist genau das, was der machen will, die Tasse in die Hand nehmen. Der hätte gern wieder eine Hand, ja, so ungefähr. Nun gut, jetzt nochmal ein bisschen ins Detail, fangen wir mit dem Anfang an. Und zwar, dass nach Hilfe fragen, beziehungsweise sich über ein Problem beschweren. Da gibt es nämlich schon mal den ersten Punkt. Natürlich, wenn jemand nach Hilfe fragt, ist es super, ihm zu helfen oder ihm versuchen zu helfen. Das allemal, wenn jemand sich über ein Problem beschwert, dann ist es vielleicht auch toll, zu sagen, die Hilfe anzubieten. Manchmal ist es vielleicht nicht die richtige Entscheidung, direkt die Hilfe auf einem aufzudrängen. Also allein schon gute Ratschläge zu geben, nur weil jemand sagt, ich habe das und das Problem, ist nicht unbedingt das Beste. Vielleicht ist es sinnvoll, vorher zu fragen, hey, möchtest du, dass dir jemand irgendwie Tipps gibt? Also schreibst du das nur, um im Endeffekt dir das von der Seele zu reden, dass du das los bist, dass es dir besser geht? Oder möchtest du hier von uns Hilfe haben? Oder von uns, von mir, in meinem Gedanken bin ich jetzt bei Chaträumen. Vor allem, da tritt dieses Verhalten tatsächlich auch am meisten auf, wenn man mit Leuten gegenüber sitzt. Ist es eigentlich weniger so, aber wenn man eben jetzt zu Hause ist und hat irgendwie Probleme, nehmen wir mal das Beispiel, das Auto springt nicht an. Kann ein schlechtes Beispiel sein, denn ich habe kein Auto. Von daher weiß ich jetzt, kenne ich mich nicht 100% aus. Es gibt ein paar Sachen, wo ich mich schon auskenne, aber naja, es ist, denkt dran, es ist ein Beispiel, greift nicht das Beispiel an. Das ist auch schwachsinnig, ehrlich gesagt, einfach das Beispiel anzugreifen. Das ist übrigens ein anderes Thema, was ich auch nochmal bringen kann. Das ist auch was mich tierisch aufregt, wenn ich sage, das ist ein Beispiel und dann werden Details von dem Beispiel angegriffen und gesagt, deswegen ist ja das abstrakte Argument, was du machst, Quatsch. Nee, denk dran, das ist ein Beispiel, wendet das auf irgendwelche anderen Situationen an. Es geht tatsächlich um dieses abstrakte Verhalten. Sprich, jemand sagt, ey, mein Auto springt nicht mehr an,
und ist einfach nur scheiße drauf. Ja? Der ist, sagen wir mal, der sitzt im Auto, hat versucht, sein Auto anzumachen, es springt nicht an und jetzt denkt er sich, oh, boah, nee, jetzt muss ich das und das machen und jenes machen und das und das. Er weiß vielleicht genau, was zu tun ist, aber hat einfach keinen Bock drauf, ist angekotzt ohne Ende, was ich ehrlich gesagt verstehen kann. Und will dem Ganzen einfach Luft machen, hat einen Chatraum mit Freunden und Leuten, denen er vertraut und sagt, ey Leute, mir geht's gerade richtig scheiße, mein Auto springt nicht mehr an. Gut, eventuell schreibt er dazu, jetzt muss ich das und das und das und das machen, aber eventuell lässt das dabei. Und da ist meiner Meinung nach die beste erste Reaktion einfach zu fragen, ey, brauchst du Hilfe? Oder kriegst du es alleine hin? Und wenn er dann sagt, ich krieg's alleine, dann ist die Sache erledigt. Dann hat er einfach nur gesagt, mein Auto springt nicht an. Und dann sagt man, gut, okay, ich hoffe, dass das alles schnell wieder läuft und dass es dir wieder besser geht. Und dann ist die Sache, dann ist die komplette Situation vorbei. Ja, und dem geht's besser, weil er hat sich das von der Seele geredet. Er ist nicht akzeptiert. Er hat Mitgefühl quasi bekommen. Also Leute haben gesagt, hey, ja, okay. Ich weiß, das ist eine scheiß Situation, in der du bist. Er hat gemerkt, er ist den Leuten wichtig, weil sie mir gleich sagt, brauchst du Hilfe? Aber niemand hat sich aufgedrängt und gesagt, ja, das ist ein 1A-Job für ein Starthilfekabel. Oder ja, sowas zum Beispiel. Jetzt könnte ich auch die Zündkerze kaputt sein. Ja, ich denke jetzt an Benziner. Oder irgendwas ganz anderes, ein Kabel, Marderschaden, was weiß ich. Die Details sind jetzt im ersten Moment erstmal egal. Aber genau das ist der Punkt, wenn ich jetzt einfach, dann wird irgendwie geschrieben, guck mal, ob es ein Marderschaden ist. So, und eventuell weiß die Person schon genau, was los ist, weil er hat vielleicht einfach es nicht hingeschrieben, aber er weiß, die Batterie ist leer. Und der denkt sich jetzt, toll, jetzt muss ich irgendwie, wie ich die Batterie aufladen kann oder so. Eventuell hat er zwar die Starthilfekabel im Auto, aber nichts, wo er es anschließen kann, also kein zweites Auto oder kein Autobatterieladegerät oder sowas, dass er das anschließen kann und losfahren kann. Das heißt, einfach nur zu sagen, ja, guck mal, nach einem Marderschaden bringt halt nichts in dem Moment. Und da ist dem nicht geholfen und deswegen sollte man da dann doch eher erstmal überhaupt fragen, brauchst du Hilfe? Und dann eben eher sagen, hier, ich habe hier eine Liste von Sachen, die am wahrscheinlichsten die Ursachen sind. Hast du davon schon eine durchprobiert? Also es geht im Endeffekt darum, das Ganze rumzudrehen und nicht einfach zu sagen, das ist es auf jeden Fall. Sondern eben zu fragen, hey, hast du schon geguckt, ob es das ist? Oder weißt du, oder vielleicht sogar noch besser einfach zu fragen, weißt du warum? Weißt du schon warum? Und so weiter. Sprich, es ist so, dass die Leute meistens am Anfang das Problem nicht in allen Details beschreiben. Und das ist auch okay, weil so funktioniert halt unsere Kommunikation. Das heißt, was die Leute machen, ist, sie beschreiben erstmal ganz grob das Problem und dann muss man als Gegenüber in die Details reingehen. Und eben nicht einfach aufgrund von den paar Informationsbrocken, die man hingeworfen bekommen hat, dann versuchen, eine Lösung zu erarbeiten. Das geht ja üblicherweise auch gar nicht. Also gerade wenn ich zu wenige Informationen habe, um eine sinnvolle Lösung zu geben, dann sollte ich einfach auch keine Lösung geben, sondern versuchen, mehr Informationen zu kriegen. Das ist bei mir beim Programmieren an der Arbeit ist es ganz offensichtlich, aber interessanterweise, wenn ich jetzt über irgendein anderes Problem rede, wie zum Beispiel eben mit dem nicht anspringenden Auto, dann ist das scheinbar nicht mehr offensichtlich. Gut, dabei lasse ich es jetzt erstmal beim nächsten Timelapse-Chat gibt es dann mehr. Ich übergebe also jetzt an den Nike, der gerade spielt. Und der gerade durch die Stadttore geht. So, wir waren mal wieder ziemlich lang draußen. Es ist mittlerweile schon wieder kurz vor 9, also schnell in die Absteige und was Kleines essen und schlafen gehen. Natürlich alles in unserem privaten Raum. So, ich suche eine Benachtungsmöglichkeit. So, einmal 4,8 Gold und wir ruhen bis zum Morgengrauen und dann können wir hergehen. Dann könnte Rabia alles verkaufen. Abgesehen davon hatte Tom auch ein Level-Up, das heißt, der kann auch nochmal zum Trainer rennen. Das war genau hier. Der kann auch nochmal zum Trainer rennen, das machen wir auch gerade mal. Nein, okay, dann erst verkaufen. Der macht wahrscheinlich erst um 8 auf. Ja. So ist das so. Daran erkennt ihr, dass eine neue Aufnahme angefangen hat. Ich vergesse diese ganzen Grundlagen, wann welcher Laden offen hat. So, dann verkaufen wir mal alle drei.
So. Nein, nicht untersuchen, dass es noch eben hier die Mausempfindlichkeit ist. Leider nicht so einfach konfigurierbar. Also sie ist konfigurierbar, aber es ist nicht so einfach. Ich habe zum Beispiel nicht wie bei meiner anderen Maus Tasten dafür, um die Maus schneller und langsamer zu machen. So, das wäre sehr praktisch jetzt. Dann gehen wir mal jetzt eben zum... hier, wie heißt er denn eigentlich? Unser Freund. Steht gar nicht da. Okay, ich muss zunächst Rainer auswählen. 2 Punkte haben wir noch und wir gehen auf... Oh, es kann sein, dass er sogar gar nicht mehr trainieren kann. Ich probiere es trotzdem. Nahkampf wäre das dann. Schauen, ob er uns rausschmeißt. Aber das ist der Einzige, der noch trainieren kann. Jupp, die 2 Punkte kann er noch. Der kann sich voll trainieren. So. Und dem fehlt immer noch ein Punkt. Kann aber sein, dass er den nicht holen kann. So. Dann geht wieder los. Und ja, dann können wir eigentlich schon wieder eine Runde machen. Und in den nächsten Timelapse-Chat gehen, in der Hoffnung, dass jetzt die Ausbeute an Gegnern ein bisschen besser ist. Okay, und hier bin ich wieder, euer Timelapse-Chat-Nighty, quasi aus der Vergangenheit, zumindest aus der Sicht der Videoaufnahme. Und ich hatte ja im letzten Timelapse-Chat darüber geredet, dass es ein Unding ist, oder dass, ja, ich halte es tatsächlich für ein Unding, wie Leute darauf reagieren, wenn andere Leute sagen, sie haben ein Problem. Ein Punkt, der mir eben wichtig war, war in dem Moment, dass es sein kann, dass die Leute gar keine Hilfe wollen und man drängt ihnen die Hilfe auf. Wenn die Leute jetzt aber Hilfe wollen, dann sollte man halt auch erstmal überlegen, wie helfe ich der Person. Man sollte dem Gegenüber nicht das Gefühl geben, man hält ihn für einen Idioten. Sprich, wenn ich jetzt sage, ja, dein Problem ist, das heißt, ja, im Endeffekt, wenn ich jetzt sage, dein Problem ist das und das und es ist irgendwas total Banales, dann ist, in den meisten Fällen hat die Person das eigentlich auch selbst ausprobiert. Wenn ich jetzt einfach sage, dein Problem ist das und das, dann sage ich, ungeachtet dessen, was du bisher getan hast, hast du das nicht gesehen. Weil ansonsten würde ich das nicht sagen. Wenn ich sage, dein Problem ist das und das, dann heißt es, ich gehe davon aus, da bist du selber nicht drauf gekommen. Wenn ich davon ausgehe, da ist jemand selber nicht drauf gekommen, dann heißt es, ich halte dich für blöd. Und gerade wenn ich in einer Gruppe von Freunden bin, gerade wenn ich mit Leuten rede, die ich gerne habe, dann sollte ich das nie tun. Ich sollte nicht dem anderen das Gefühl geben, ich halte den für blöd. Und das ist tatsächlich dann auch der Punkt, der mich daran so extrem ärgert. Das heißt, wenn ich jetzt, also mal wieder zurück auf unser Beispiel mit dem Auto, wenn ich jetzt eben sage, ja hier das kann ja nur sein, dass die Batterie leer ist. Und ich kann das kann ja nur sein, dass die Batterie leer ist, das kann auch in einer Form kommen wie, das ist die Batterie. Oder guck mal, ob die Batterie leer ist. Das ist eben das, wie das formuliert ist, genau, ist im Endeffekt egal. Wichtig ist der Punkt, dass hier nicht vorher nachgefragt wird, ob das nicht schon passiert ist, dass hier einfach davon ausgegangen wird, dass also die Annahme getroffen wird, die Person hat nicht von selbst schon danach geguckt. Und im Endeffekt ist der grundlegende Punkt dahinter, dass es nicht die fehlende Empathie ist tatsächlich eher dieses so, wie würde ich mich fühlen, wenn mir jemand das sagt, wenn ich ein Problem habe, weil wenn ich ein Problem habe, geht es mir auch scheiße, das ist im Endeffekt der Punkt, habe ich den Faden kurz verloren. Also ich würde auf jeden Fall natürlich sagen, es ist gewisserweise ein mangelnder Respekt, aber Annahmen. Wir waren bei Annahmen. Der Punkt Annahmen. Annahmen treffen ist immer falsch. Das ist eine der wenigen Sachen, wo man wirklich einen Allquantor verwenden kann, wo man sagen kann, das gilt immer. Wobei die Aussage etwas verkürzt ausgedrückt ist, um den Allquantor verwenden zu können, also damit das immer wirklich gilt, muss man sagen, Annahmen zu treffen und nicht zu verifizieren, ist immer das Falsche, was man tut. Das heißt, wenn ich eine Annahme treffe, dann sollte ich
immer prüfen, stimmt die Annahme, und nicht einfach anhand von dieser Annahme weiterdenken. Das heißt, die ersten Sachen, die man fragt, wenn jemand sagt, der hat ein Problem, sollten, also das Erste, was man macht, sollten Fragen sein, nicht einfach Problemlösungen. Weil wie kannst du eine Problemlösung geben, wenn du das Problem nicht im Detail kennst? Das heißt, die einfachste Frage in dem Moment wäre tatsächlich, hast du das und das schon probiert? Oder in einer viel besseren Variante, gerade wenn ich mit Freunden rede, mache ich das sehr gerne, zu sagen, nehme ich richtig an, ich prüfe eine Annahme, nehme ich richtig an, dass du das schon probiert hast? Dann sage ich dem anderen nämlich, hey, ich gehe davon aus, du bist ein kluger Typ. Du hast das auf jeden Fall schon probiert. Aber vielleicht hast du es ja vergessen. Das passiert ja, weil wir Menschen sind. Also frage ich nochmal nach, hast du das probiert? Und das ist genau wie, wenn man diese Witze von Tech-Support hat. Das Erste, was kommt, und in der Serie IT-Crowd wird das ja tatsächlich so dargestellt, dass es dann einfach ein Band ist, was sie abspielen, ist die Frage, have you tried turning it off and on again? Die sagen nicht, turn it off and on again, also einfach mach das, sondern es ist trotzdem die Frage, hast du das schon probiert? Natürlich haben die Leute, die da anrufen, das nicht probiert, das ist ja quasi der Witz an der Sache, weil dann das Problem durch diese Bandansage gelöst wurde, aber eben diese Annahme, sie haben das nicht gemacht, die ja typischerweise zustimmt, wird trotzdem überprüft und nicht einfach als gegeben genommen. Und das ist hier der wichtige Punkt, um den es mir geht. Wenn ich eine Annahme treffe, dann sollte ich die auch überprüfen. Das gilt, im Endeffekt gilt das überall und immer. Wenn jemand sagt, hey, ich brauche Hilfe beim, wer hilft mir, Kram von A nach B zu tragen? Und sagt vielleicht sogar hier, ich habe hier einen Erdhaufen und der muss irgendwie da und dahin gebracht werden zum Entsorgen oder sowas. Und ich nehme an, die Person hat eine Schubkarre. Und dann komme ich da hin und stellt sich raus, die Person hat gar keine Schubkarre und weiß gar nicht, wie sie das Zeug da überhaupt transportieren soll. Also man stelle sich vor, das ist jetzt irgendwie, wie heißt das Ding, Dingshof, Bauhof heißt der Begriff. Meine Güte, mir fallen die Begriffe nicht ein. Stelle sich vor, der möchte das zum Bauhof bringen, um es zu entsorgen, muss das also mit dem Auto irgendwo hinfahren, hat aber gar keine Gefäße dafür, um das irgendwo reinzutun, dass das ins Auto, kann es ja nicht einfach in seinen Kofferraum schaufeln. Da ist ja das ganze Auto dann dreckig. Ja, das heißt, da kann ich dann natürlich fragen, hey, nehme ich richtig an, dass du irgendwas hast, um das reinzutun, oder soll ich dir was mitbringen? Oder hey, hilft es, oder auch, natürlich kann ich die Frage auch einfach stellen, hey, hilft es dir, wenn ich irgendwas mitbringe? Soll ich eine Schubkarre mitbringen? Oder soll ich ich habe hier so eine kleine Tonne, wo man was reintun kann, soll ich die mitbringen? Hilft das? Als Frage, immer der wichtige Punkt, als Frage formuliert. Und nicht als Aussage, als hey, das ist so, ich weiß das besser als du, der in der Situation ist, das Problem zu haben. Weil das ist das, was man indirekt aussagt, wenn man einfach eine Aussage macht. So, damit mache ich jetzt erstmal wieder Schluss. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Und ich glaube, der Gegenwarts-Nighty macht sich auch schon bereit, hier durch das Stadttor von Dirina zu gehen. Von daher hören wir uns dann bei der nächsten Timelapse. Am Anfang sah es eben auch ziemlich schlecht aus für die Ausbeute, aber es ging dann doch besser und wir haben ein Level-Up von Sira und ich bin wieder ein Haus zu weit gerannt. Erstmal alles verkaufen, noch ist es ja ein bisschen hell. Erstmal wo hier unser Freund ist. Bin ich etwas blind? Da ist er doch. Hallo Rabir, wir haben etwas zu verkaufen. Es ist nicht viel, aber wir haben was. So. Gesehen, davon hat Sira jetzt keine Zaubertränke mehr und ich werde jetzt erstmal keine kaufen, sondern ich werde sie jetzt erstmal nur leveln lassen mit dem, was sie hat, an magischer Energie für jede Runde quasi. So. Denn wir sind ja hier am Sparen auf Zoom. Da ist ich hier in dem Ding. So. Am Sparen auf die Waffen und Rüstung. So. Ich ändere da meine Meinung jedes Mal wieder. So. Sira hat ein Level abgekriegt und sie kann noch Fernkampf lernen. Sehr schön.
Das machen wir natürlich. So, aber ich hoffe, dass das Magie-Grinden mit dem, was man hat, ausreicht. So, zumal die starken Zauber zwar viel Energie kosten. Die werde ich jetzt dann auch immer zuerst grinden. Aber die schwachen Zauber eigentlich recht wenig. Das heißt, die kann ich recht oft machen und dann sind die auch recht schnell gelevelt. Und dann geben wir eben schnell noch mal hier was essen. Nehmen wir mal hier. Ne, das ist ja nur das Klo. Ich dachte jetzt, die Küche ist ja auch da, wo wir bestellen. So. Da ist ja auch die Küche. So, dann wollen wir doch mal im Haus der Winde einmal übernachten. Uns hat übrigens auch einmal haben uns diese Stechviecher gestochen, deswegen hatte Tom nicht volle Lebensenergie. Ist halt so. Aber das ist ja jetzt auch alles geheilt. So, dann wollen wir doch mal auf zur nächsten Grinding-Runde und der letzten von dieser Folge. So, wir hatten das Thema ungefragte Hilfe, wir hatten das Thema Annahmen, die nicht verifiziert werden. Und jetzt kommt es noch zu dem Punkt, wie reagiere ich, wenn sich herausstellt, dass meine Hilfe keine Hilfe ist. Und zwar hatte ich das tatsächlich auch in der Familie schon, dass ich eben gefragt habe, ich brauche Hilfe bei dem und dem. Und die Hilfe, in Anführungsstrichen, sorgt dafür, dass ich mehr Arbeit habe als vorher. Das ist mir also eigentlich, es hilft mir nicht, sondern es belastet mich in dem Sinne noch. Ich will jetzt tatsächlich keine direkte Instanz ein, aber mir kommt direkt die dann als Reaktion, in dem Fall von meinem Vater, kommt dann, im Endeffekt, man ist beleidigt. Da ist dann beleidigt, dann kommt dann so ein beleidiges, dann helfe ich dir überhaupt nicht mehr. Ja, was soll das? Wenn du mir helfen willst, dann helf mir, mach mir das Leben nicht schwerer. Und wenn du nicht in der Lage bist, mir nicht zu helfen, dann mach das nicht zu meinem Problem. Ich habe schon ein Problem genug. Ich brauche nicht noch dein Problem als mein Problem obendrauf. So, das ist das Erste. Die erste Art, wie man nicht reagieren sollte. Wenn jemand sagt, ey, du hilfst mir gerade nicht, so machst du es nur noch komplizierter und ich will wirklich helfen. Ja, das tut weh, das gesagt zu bekommen. Und ja, das ist in dem Moment tatsächlich nicht einfach, nicht beleidigt zu sein, aber du hast den Fehler gemacht. Du hast in einer Art geholfen, die das Ganze noch schwerer macht. Außer die andere Person hat dir gesagt, was du machen musst. Dann ist natürlich der Fehler bei der anderen Person. Wenn du einfach nur machst, was man dir sagt und der andere sagt, ey, nee, das hilft mir nicht, dann ist die einfache Antwort, gut, dann sag mir, was ich sonst machen soll. Sag mir, wie ich dir besser helfen soll. Das ist allgemein vielleicht sogar die bessere Antwort in beiden Fällen. Selbst wenn man nicht gesagt bekommen hat, was man machen soll, einfach zu sagen, okay, weißt du, was ich machen soll, um dir zu helfen, um dir wirklich zu helfen, weil ich will dir ja helfen, ich will ja, dass du es einfacher hast am Ende. Ich meine, das muss man nicht so kompliziert und lange sagen, ne? Aber das ist das, was dann damit mitschwingt. Und dann wird der andere entweder sagen, nee, ich habe keine Ahnung, dann sagt man, gut, okay, soll ich dich allein lassen oder soll ich einfach nur da sein? Das geht ja auch, dass die Person nicht alleine mit dem Problem ist und man einfach zum Beispiel jemanden zum Quatschen hat, wenn man das Problem löst oder so. Geht ja auch. Aber dann gibt es noch die andere Sache, dass man einen Lösungsvorschlag macht und aus irgendeinem Grund ist dieser Lösungsvorschlag einfach nicht machbar. Oder der passt nicht zu der Situation von dem Problem. Da fällt mir jetzt tatsächlich kein direktes Beispiel ein. Beim Programmieren hat man das aber sehr, sehr oft, dass man ein Problem lösen möchte und man kann diese und jene Lösung nicht umsetzen, weil zum Beispiel das wäre in der Ausführungszeit zu langsam. Man muss eine bestimmte maximale Ausführungszeit einhalten können oder sowas. Oder das würde zu viel Speicher verbrauchen und man hat nur begrenzt Speicher und dann muss es eben langsamer sein zum Beispiel. Also meistens ist es so eine Abwägung, mehr Speicherverbrauch ist schneller, weniger Speicherverbrauch ist langsamer und dann muss man eben gucken, was sind die Umstände. Wenn ich kaum Speicher habe, dann muss ich üblicherweise eine langsamere Lösung nehmen. Wenn ich viel Speicher habe, aber es schnell gehen muss, dann muss ich halt die speicherfressende, schnelle Lösung nehmen. Das heißt, ich kann nicht einfach eine von beiden Lösungen vorschlagen und sagen, das ist die richtige. Sondern ich muss erstmal wissen, ja, was sind denn die Umstände? Ist vielleicht Geschwindigkeit oder Speicher begrenzt? Wenn nicht, dann kann man meistens eine Standardlösung übrigens nehmen, wenn nichts begrenzt ist. Das ist jetzt in dem Fall. Aber in anderen Fällen ist es dann halt auch, wenn ich sage, nee, das funktioniert nicht, weil das und das ist so und so.
Und dann ist sehr, sehr oft das Erste, was passiert, nicht, okay, lass uns nach einer anderen Lösung suchen, sondern es ist, im Endeffekt muss ich mich rechtfertigen, ist das und das wirklich so und so? Das heißt, es wird dann auf einmal angefangen nachzufragen. Ich stehe dann auf einmal quasi auf der Anklagebank, als derjenige, der Hilfe braucht, stehe ich, als wenn ich auf der Anklagebank stehe und mich verteidigen muss, dass diese Aussage stimmt. Und dass das wirklich so und so ist und ich wirklich diese Lösung da nicht umsetzen kann. Anstatt dass man einfach sagt, gut, okay, derjenige wird schon wissen, was los ist, wenn der mir schon sagt, ich kann die Lösung nicht umsetzen. Im Zweifel kann ich noch fragen, okay, ich würde gern verstehen, warum. Wenn man sagt, ich würde gern wissen, warum, dann ist es auch wieder so ein, ich bezweifle, dass du die Wahrheit sagst. Aber wenn man sagt, ich würde gern verstehen, warum, weil, wenn ich verstehe, warum, dann kann ich eventuell gleich andere Lösungen streichen, die aus dem gleichen Grund nicht machbar sind. So, hilft ja, beschleunigt ja das ganze Gespräch. Das heißt, sinnvoll ist es eben, da zu vertrauen und dann eben zu sagen, ich biete dir jetzt eben eine andere Lösung an, die wohl, wenn ein Grund genannt wurde, wo dieser Grund nicht ein Hinderungsgrund ist. Ja, mir fehlt halt jetzt, da kenne ich jetzt mich nicht mehr genug mit Autos aus, um da eben ein Beispiel zu nehmen. Aber ein Beispiel, was ich habe, ist, ich bin sehr vergesslich. Jetzt kann ich mich an Sachen erinnern. Ich kann mir zum Beispiel ein Post-it-Note an den Bildschirm tun. So, das ist eine Sache, die habe ich schon ausprobiert. Und das Ergebnis ist, dann hängt da das Post-it-Note und ich ignoriere es einfach. So, das hilft also nicht wirklich, weil damit ich das mache, damit mich ein Post-it-Note an was erinnert, so muss ich auch darauf achten. So hängt dann da halt ein Post-it-Note und das wird irgendwann normal, dass da ein Post-it-Note hängt und das, was draufsteht, das ist im Endeffekt scheißegal. Da könnte auch gar nichts draufstehen. Also brauche ich eine andere Methode. So, dann habe ich ausprobiert irgendwelche To-Do-Apps, die mich aber nur erinnern, wenn sie gestartet sind. Jetzt ist es aber so, wenn ich 20 Millionen Apps für jede für einen verschiedenen Grund auf meinem Rechner starte, dann dauert das hochfahren 10 Stunden. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Also habe ich diese Apps nicht im Autostart, zumal die meistens dann auch noch irgendwie UI öffnen, die ich dann erstmal wieder klein machen muss. Dann gehen das beim Starten schon 200 Milliarden Fenster auf und ja, natürlich, ich übertreibe, um einfach klarzustellen, dass es einfach nichts bringt, eine zusätzliche Software zu installieren für jedes Problem, was man hat. Hab dann also 200 Millionen Fenster, die ich erstmal klein machen muss, dann schmeiße ich die ganz schnell weg, weil das einfach heißt, bevor ich anfangen kann, irgendwas mit dem Rechner zu machen, muss ich erstmal stundenlang Fenster minimieren. Gut, es gibt zwar eine Tastenkombination dafür, aber dann habe ich unten 20 Milliarden Einträge schon, ohne überhaupt eine Software gestartet zu haben. Also unten in meiner Taskleiste ist bei Windows so wie bei den meisten Leuten unten, weil das der Standard ist. Deswegen sage ich, habe ich das unten. Und das will ich natürlich auch nicht. Gut, jetzt bin ich Programmierer, jetzt wäre meine Lösung, ich schreibe mir einfach eine Software, die genau so arbeitet, wie ich das brauche. Ja? Weil das nächste ist zum Beispiel, ich habe das mit Outlook probiert, zum Beispiel Trinken. Ich erinnere mich, ich lasse mich tatsächlich von Outlook während der Arbeit ans Trinken erinnern. Dann kommt da einfach eine Erinnerung, 0,5 Liter trinken. Das bedeutet, ich darf die eigentlich aus der Sicht, ich darf diese Mitteilung nur wegdrücken, wenn ich einen halben Liter getrunken habe. Jetzt ist es aber so, wenn gleichzeitig irgendwie eine Termineinladung kommt, dann sehe ich die Termineinladung und sehe zum Beispiel diese 0,5 Liter Trinkenmeldung und dann drücke ich nicht auf Dismiss, also auf die Termineinladung wegdrücken, weil ich in den Termin reingegangen bin oder weil ich weiß, okay, ich gehe jetzt in den Termin rein, sondern ich drücke schon instinktiv auf Dismiss All. Das ist einfach Muscle Memory, nennt sich das, also Muskelgedächtnis. Das heißt, ich mache das einfach, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. So, und dann ist aber diese 0,5 Liter Erinnerung ist weg. Und eigentlich müsste ich bei der auf Erinnere mich in 5 Minuten wieder drücken, damit ich jetzt, weil ich kann nicht einen halben Liter auf einmal trinken, ne, wenn ich das nicht getrunken habe bis dahin, dass ich eben ein paar Schluck trinke und dann in 5 Minuten wieder erinnert werde und dann halt so alle 5 Minuten einen Schluck trinke. Das heißt, was eigentlich sinnvoller wäre, wäre eine Software, der ich unabhängig von den Erinnerungen sagen kann, hey, ich habe jetzt gerade eben ein 300 Milliliter Glas getrunken oder ich habe eben gerade hier eine halbe Liter Dose Getränk X getrunken. Ich möchte keine Werbung machen hier. Und das merkt die sich einfach und schaltet dann die Erinnerung für den halben Liter ab. Und wenn ich das nicht mache und drücke die Meldung weg, was natürlich sinnvoll ist, weil ich mache vielleicht gerade was ziemlich Wichtiges, dann meldet die sich und meldet sich vielleicht auch immer penetranter. Vielleicht wird dann irgendwann das Fensterchen rot oder es kommt ein Soundeffekt oder sowas. Ja? Und
da gibt es einfach keine Erinnerungs-Apps, die sowas können. Vor allem soll das ja nur bei dann zum Beispiel bei den Trinken-Erinnerungen sein, bei anderen Erinnerungen nicht. Sprich, die das können, konfigurierbar für jede Erinnerung. Also programmiere ich mir sowas einfach selber. Da habe ich Quellcode, da kann ich beliebigste Bedingungen schreiben, beliebigste Logik reinschreiben und bin nicht gebunden an irgendwas, was irgendjemand anderes Problem mal gelöst hat. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und jetzt komme ich wieder zum Anfang quasi zurück, wenn ich jetzt hergehe und sage, hey, ich muss dieses Programm schreiben, weil ich habe dieses Problem, dann macht es zum Beispiel gar keinen Sinn, schon irgendwelche alternativen Lösungen zu bringen, außer die sind einfacher als das Programm zu implementieren und lösen das Problem auch. Aber dazu muss ich erstmal das Problem verstanden haben. Und das heißt, die erste Frage sollte eigentlich dann sein, also auch wieder das erste sollte eine Frage sein, und zwar die Frage, hey, warum willst du dafür ein Programm schreiben? Warum funktionieren fertige Lösungen dafür nicht? Was ist, da muss ja dann irgendein Detail sein, was die fertigen Lösungen nicht können. Und das muss ich wissen, um bessere Lösungen vorschlagen zu können. So, und damit gebe ich wieder zurück. Ich verschiebe den Rest, das Ende verschiebe ich im nächsten Timelapse-Chat und gebe damit wieder zurück zu dem Nighty, der gerade die Grinding-Runde fertiggestellt hat. Hey, die letzte Runde heute lief doch ziemlich gut. Dann wollen wir doch mal zu Rabier und unseren ganzen Scheiß verkaufen. Nicht wieder an dem Haus vorbeilaufen, vor dem ich einliegen soll. So, schon haben wir ihn. Das war nur irgendwie ein Bildstrauch oder so. Das Kind. Ist er das? Sieht so aus, ja? Ja, da haben wir doch so. Ist jetzt nicht allzu viel. Oder nicht ganz extrem viel, aber immerhin. Immerhin, ich meine, das sind 20 Gold. Das rechne ich schon gar nicht. Tatsächlich rechne ich fast nur die hier. Und das sind schließlich schon mal wieder 50 Gold. Also sind wir jetzt schon wieder bei 316 Gold. So, da wir kein Level-Up hatten, können wir direkt Richtung Bett gehen. Ich würde noch warten, bis es 8 ist. Im Spiel natürlich. Und dann eher ins Bett gehen. So, Heilung. Nicht hier lang, sondern Heilung. Und dann können wir uns bereit machen für die nächste Folge. Ich habe einfach ein bisschen Angst, dass es jetzt zu früh ist. Ich würde sagen, ich trinke mal einen Schluck und das solltet ihr auch mal machen. Da fällt mir gerade ein. Trinken hilft. Hier innen drin geht die Zeit etwas schneller voran. Also in der 3D-Ansicht läuft die Zeit etwas langsamer als in der 2D-Ansicht. Wahrscheinlich, weil die gedacht haben, dass da ist es schwerer, sich zurechtzufinden. So, warten wir einfach bis um 8 und dann gehen wir ins Bett. Und dann sollte es spät genug sein, dass wir bis zum Morgengrauen ruhen und nicht einfach nur für ein paar Stunden. Dann ist es auch wirklich hell. So. Aber es ist doch Morgengrauen eben. Sira hat übrigens jetzt einfach nur dreimal die Frostlawine trainiert. Das wird jetzt wahrscheinlich auch so passieren. Ich werde die jetzt wahrscheinlich nur noch einmal machen pro Kampf. Aber das wird jetzt wahrscheinlich so, dass man das erstmal trainiert, weil das passt ganz gut. Dreimal Frostlawine. Aber ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Party spielt Albion. Ciao, miau.